Welcome back, ich hasse Dudes und willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 5 Compilations Highlight Bullshit Rage Video. Irgendwie so in die Richtung wird es heute gehen, denn ich zeige euch heute, was mich an Firestorm, das ist der Battle Royale Modus von Battlefield 5, was mich daran wirklich stört. Speziell gesagt, was mich am Solo Modus von Firestorm mega stört. Und zwar ist es mir relativ schnell aufgefallen, denn ich habe an einem Tag, sehr viel Firestorm gespielt und bereits in der dritten Runde ist mir diese eine Sache zum dritten Mal passiert. Und zwar, ich wurde von einem Camper getötet. Hört sich jetzt nicht so dramatisch an, aber ich wurde in fast jeder Runde von einem Camper getötet. Denn mittlerweile geht es nicht mehr darum, einfach Spaß zu haben in einem Spiel, das ist ja Quatsch heutzutage, sondern so weit wie möglich zu kommen, damit man, weiß ich nicht, vielleicht auf dem Schulhof damit angehen kann. Auf jeden Fall ist der Spaß mittlerweile sekundär bei den Spielern und deshalb sind die nur noch hardcore am Campen und Spieler, die noch Spaß an diesem Modus haben oder hatten, die laufen in diese Camper rein und haben dann auch keinen Spaß mehr. Aber wie gesagt, diese Clips, die ihr jetzt gleich sehen werdet, die habe ich alle am selben Tag erspielt und in diesem Video ist wirklich jede Runde drinne von diesem Battle Royale Tag, bis auf drei Runden, wo ich wirklich schlechter war und der Gegner besser war. Ich meine, sowas soll es ja auch alle zwei Schaltjahre geben. Aber ich wollte dieses Video wirklich mal, ja, machen, damit ihr mal seht, wie nervig Battle Royale Solo Modus hier in Battlefield sein kann. Von daher viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hatte es zum Teil überhaupt nicht. Aber na gut, wir starten dann mal und ja, genießt es einfach. Bam, bam. Highway to hell. Ich hab's geahnt. So, sind das Minen? Nee. Gut. Ja, das hätte aber auch in die Hose gehen können für mich. 10 von 10 Kacke, wo wir sind. Und er campt da. Ah, shit. Ja, dieses Abcampen, ich finde das immer so ein bisschen lame, aber naja, was soll man machen, ne? Aber man muss auch sagen, es war auch eine scheiß Area da. Ich meine, alles offen. Ich hätte nach unten moven können, aber dann hätte er mich... Ja, es ist... Diese guckt euch das an, es ist einfach nur offen und scheiße. Der hätte irgendwie Smokes arbeiten müssen. Problem war, ich hatte keine Smokes. Also unsere Siegwahrscheinlichkeit ist mit unserer Lebensleiste richtig gut dabei. Oh mein Gott, diese Camper-Kläuse. Soll ich kommen? Oh nein, ich fahr euch, schnell weg hier, ich mach keine Kills. Joink. Ja, wie zu erwarten, Bullshit. So, wo hat der Typ sich verabschiedet? Ah, der campt mich jetzt irgendwo ab. Ah, es wird jetzt richtig behindert für mich. Maximal stupido. Aber schön, dass der Typ nicht alles gelootet hat. Finde ich auf jeden Fall. Oh fuck, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oh fuck. Aber der hat mich noch nicht gesehen. Also der hat mich schon gesehen, aber irgendwie denkt er so, oh, guck mal, was ein Idiot. Sumi Power. So, jetzt aber jetzt hier schön in Ruhe die Scheiße rauslooten. Okay, hinterher, hinterher. Mach die auf, mach auf. Wir müssen rein. Wir haben uns gegenseitig getötet. RIP. Shotgun habe ich mir besser vorgestellt im Nahkampf. Schade. Ja.
Nee, das sind Wassergeräusche, holy shit. Verwirrend alles. Alles verwirrend. Nee, ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein dreckiger Ernst. Schämen sollst du dich. 12 Sekunden später. Den gönne ich mir. Nur wie? Problem ist, der campt jetzt hier drin, oder? Da oben? Der ist noch da oben. Du musst dann runterkommen. Dann halt so. Ich campe hier! Gott, ich hasse dich. Gehen hier mal. Wo hat er sich vercampt? Bist du? Bist du? Der ist ja irgendwo im Gebüsch. Irgendwo im Gebüsch. Ich wusste es. Mit deinem Loot. Wie gesagt, es gibt hier wirklich Leute, die gucken nach hinten. Also jetzt, wo ich stehe, die liegen hier und gucken so nach hinten. Genau in dieser Situation gerade. Dem Zonenrand auch jetzt. Und hoffen einfach, dass da jetzt jemand rauskommt und ja, der wird weggeschnetzelt. In den meisten Fällen bin ich das, weil ich, ja, ich daran glaube, dass die Leute so kacke sind. Aber hey, die Leute sind anscheinend so kacke. Na gut, ne, ich will mich jetzt wieder nicht, bis nicht wieder rumheulen, aber naja. Ne? Oh, Alarm. Schleichen. Wo ist der jetzt hin? Man weiß es nicht. Ich sag ja, ein Liegeberger, wie er im Buche steht. Ich hasse dich. Ich hasse dich, mein Junge, ich hasse dich. Das war so ein richtiger Liegeberger. Meine Fresse. Camper Joe, hier, da und überall. Jedes Nest ist ihn, weiß ich nicht. Egal, ich hasse diesen Modus. Oh, so einer ist das. Gut, da krieg ich auch Ham. Mein Spiel hängt! Was ist das denn? Come on, Battlefield. Come on. Das ist doch behindert, was hier wieder passiert. Oh, warte mal. Den Camper-Punkturm. Der könnte auch scheiße abgehen. Hier campen Leute auch noch ganz gerne. Ja, du Wichser! Du minderwertiges Stück Scheiße! Alter, ich verstehe es nicht. Dieser Modus ist so ein camperverseuchtes Dreckscheiß-Modus. Aber naja, ich bin ja ein sehr ruhiger und ausgeglichener Mensch. Von daher, alles gut. Ah, ich gehe nochmal hier rein. Vielleicht finde ich ja was. Wow! Ich sag's da, diese Camper! Ich verstehe es nicht, wie man so abpimmeln muss. Holy shit! Leute. Schießt jemand mit der Panzerfaust auf mich oder was ist das? Okay, oh, hier kommt Scheiße. Oh, da kommt Scheiße runter. LOL! Ich sag's dir! Holy shit! Wo der campt! Ich hasse dich! Leute, es ist wirklich unglaublich. Es ist so hammerwiderlich. Bye, have a great time.